Für Robert Höckmeier ist es ein sichtlich schwerer Tag. Vor genau 37 Jahren hat er hier am Haupteingang der Wiesen als damals 12-Jähriger zwei seiner Geschwister verloren. Robert Höckmeier selbst überlebt schwer verletzt. Das Oktoberfestattentat hat viele noch offene Wunden bei ihm hinterlassen, die Trauer allgegenwärtig. Und dennoch will der 49-Jährige nicht länger schweigen. Der Terror vom 26. September 1980 hat damals mein Leben und das vieler anderer im Bruchteil einer Sekunde für immer verändert. Jede und jeder hat einen anderen Weg finden müssen, das zu verarbeiten. Der Staat, den wir damals gebraucht hätten, war meist aber nicht für uns da. Ging unter die Haut, weil er aufgezeigt hat, wie schlecht der Staat, jedenfalls aus seinem Interesse heraus und auch aus objektiver Sicht, mit den Opfern und mit den Angehörigen der Opfer vor allem umgegangen ist. Es gibt bis heute keinen gemeinsamen Fonds, um hier wenigstens finanzielle Hilfe zu leisten. Das Leid kann man sowieso nicht mindern. Am späten Abend des 26. September 1980 explodierte am Haupteingang zum Oktoberfest eine selbstgebaute Bombe. 13 Menschen sterben, über 200 weitere werden verletzt, viele davon schwer. Schnell wird als Täter der damals 21-jährige Rechtsextreme Gundolf Köhler ermittelt, der bei dem Anschlag selbst ums Leben kommt. Er war Mitglied der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Doch weil die Einzeltätertheorie nach intensiven Recherchen mehr und mehr ins Wanken kommt, ermittelt der Generalbundesanwalt seit einiger Zeit wieder. Das Ergebnis war damals, es war ein Täter, der auch keinen politischen Hintergrund hatte, eine Sache, die nachweislich falsch ist. Da haben viele Recherchen unter anderem vom Herrn Chaussy darauf hingewiesen und sehr bald darauf hingewiesen, dass das nicht der Fall ist. Die Frage ist natürlich, welche Verbindungen gab es da möglicherweise noch in der Vorbereitung und Durchführung des Attentats? 37 Jahre nach dem Wiesenattentat kritisiert Robert Höckmeier auch den, wie er findet, überholten Gedenkort, fordert ein neues Aussehen. Ich fühle mich von dieser rostigen Eisenwand wie erdrückt. Mir kommt vor, als solle damit eher der Bombe, ihren Splittern und ihrer brutalen Druckwelle ein Denkmal gesetzt werden. Zum stillen Gedenken lädt mich das Denkmal nicht ein. Also ich glaube, dass die Aussage heute einfach Anlass gibt, dass wir uns im Stadtrat zusammensetzen, überlegen, was man da tun kann. Das Gedenken an das Oktoberfestattentat ist gleichzeitig auch eine Mahnung. In Zeiten von rechtsextremen Strömungen, die nun auch in der Bundespolitik vertreten sind.